Grüßt euch, meine Lieben! Und wieder ist es morgen. Hoffe, dass ihr eine schöne, erholsame und angenehme Nacht hattet, genauso wie ich. Einige von euch meinen, dass ich zu wenig Videos aus meinem Alltag zeige. Deshalb wollte ich es mit meinem heutigen Video ändern. Da es außerhalb unserer vier Wände kühl und regnerisch ist, gehe ich nicht so oft nach draußen und kann somit auch keine neuen Blogs für euch aufnehmen. Denn um einen Blog aufzunehmen, braucht man Ereignisse, die man mit den Menschen teilen möchte. Daher werde ich in Zukunft kurze Aufnahmen von meinen Videos, die mich in meinem Alltag zeigen, hochladen. Heute ist erneut Montag und es geht unverzüglich wiederholt an die Arbeit. Bekanntermaßen ist es notwendig, Gewinn zu machen und somit sein Portemonnaie zu füllen. Zweifellos gibt es Menschen, die behaupten, dass man kein Geld und somit auch kein Gehalt benötigt. Der Meinung bin ich aber nicht. Es wird so etwas eher in der Esoterik vermittelt, dass man kein Geld braucht. Wir leben allerdings in so einer Welt, wo das Geld eine große Rolle spielt, auf unserem Planeten. Es gibt doch dieses Sprichwort, Geld regiert die Welt. Und das ist real. Natürlich sage ich nicht, dass man sich viel Geld einhäufen sollte. Das wäre in meinen Augen auch inkorrekt. Aber zumindest sollte man finanziell abgesichert sein, damit man nicht irgendwo unter einer Brücke schlafen muss. Meint ihr nicht auch, meine Lieben? Aus meiner Sicht mangelt es bei solchen Menschen an Zielstrebigkeit, Verbissenheit und Willensstärke. Und wieder habe ich meine spezielle Homeoffice-Kleidung an. Warme Wollsocken, Sweatshirt, welches ich übrigens auch von meiner Mutter zu Weihnachten bekommen habe. Und eine schöne, gemütliche Fleecehose. Aber kommen wir wieder zurück zu den Tatsachen. Diese Menschen, die angeblich kein Geld benötigen, sollten erstmal welches verdienen. Dann können sie es meines Erachtens immer noch ablehnen. Habe heute einen exzellenten weißen Cappuccino White produziert, gewissermaßen mit einem Vanillearoma. Die Verkostung ist ein Unikat, erstklassig im Geschmack und beachtlich mild. Ich empfehle, ihn euch zu degustieren. Mein morgendlicher Routineablauf fängt so an. Ich stehe auf, wasche mein Gesicht. Danach benutze ich ein Gesichtswasser, denn wie ihr bereits schon wisst, entstehen durch dieses gewöhnliche Leitungswasser Falten im Gesicht und das ist nichts Gutes. Danach putze ich meine Zähne und fahre meinen Computer hoch. In der Zwischenzeit koche ich mir einen Kaffee oder wie in meinem aktuellen Fall einen Cappuccino und bringe ihn mit hoch. Heute habe ich diese Kette hier an. Es ist ein echter Bergkristall. Es ist sozusagen auch ein Heilstein. Ab und zu bürste ich auch noch meine Haare und beginne zu arbeiten. Meistens liegt mein Kätzchen mit dem Namen Lissy neben mir und beobachtet, was ich so mache. Ja, meine Lieben, so starte ich in den Tag. Und wie sieht es bei euch aus?
Lass es mich wissen. Wie gesagt, exzellent! Ich wünsche euch einen hervorragenden Aufbruch in die innovative Woche. Liebe euch!